Damen und Herren, ich wäre jetzt sehr gerne bei Ihnen, aber es geht nun mal leider nicht. Mir hat im ganzen letzten Jahr, wie Ihnen allen auch, Corona gewaltig ins Handwerk gepfuscht. Und es sind noch weitere gesundheitliche Einschränkungen bei mir dazugekommen, sodass ich einfach nicht fahren kann. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Wir haben mit viel Leidenschaft diesen heutigen Abend vorbereitet und ich wäre sehr gerne bei Ihnen. So bin ich es jetzt eben virtuell und ich hoffe, dass es einigermaßen geht. Wir beginnen mit zwei Bildern. Und das hat natürlich eine Bedeutung. Zwei Bilder, die auch zwei Klischees repräsentieren. Auf der einen Seite sehen Sie das berühmte Bild von Hirmer aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite sehen Sie den gedrückten Hölderlin im Turm, wie er angeblich von den Besuchern im Tübinger Hölderlin-Turm wahrgenommen worden ist. Diese zwei Bilder legen sich immer über die Rezeption und ich will damit auch andeuten, dass die Geschichte der Hölderlin-Rezeption und auch unserer Hölderlin-Rezeption heute natürlich auch eine Geschichte von Projektion und von Klischees ist. Und wir wollen schauen, dass wir ein wenig dahinter kommen. Bitte die nächste Folie. Also auf der einen Folie, auf dem einen Bild der schöne idealistische ewige Jüngling, der hochfahrende Pläne hat. Auf dem anderen Bild sahen Sie den wahnsinnigen, gebrochenen Bewohner des Tübinger Hölderlin-Turms. Diese beiden Rezeptionen durchziehen die Hölderlin-Rezeption bis in unsere Tage. Bitte die nächste Folie. Um da gleich ein wenig gegenzusteuern und vielleicht auch ein wenig anzudeuten, was mir an Hölderlin liegt und wie ich gerne bei Hölderlin vorgehe und wie ich auch gerne Mut mache, die Hölderlin-Rezeption sich selbst zu gestalten, fangen wir mit einem Gedicht an, einem ganz berühmten Gedicht, das seinem Stuttgarter Freund Landauer gewidmet ist. Es ist um 1801 entstanden und heißt Der Gang aufs Land an Landauer. Es ist ein Fragment, aber das tut jetzt gar nichts zur Sache. Ich habe immer einige Stellen rot markiert und Sie sehen dann die Stellen, auf die ich ein bisschen mehr eingehe. Am liebsten würde ich die ganzen 20 Minuten, die wir jetzt haben, mit Ihnen nur an diesem Gedicht verbringen, aber es ist ja nur eine kleine Einführung. Ich lese immer die Folie und kommentiere sie kurz und dann haben wir eine gute Vorbereitung für das Weitere, was dann kommt. Komm ins offene, Freund. Zwar glänzt ein weniges heute nur herunter und eng schließet der Himmel uns ein. Weder die Berge sind noch aufgegangen, des Waldes Gipfel nach Wunsch und leer ruht von Gesange die Luft. Trüb ist's heut. Es schlummern die Gängen und die Gassen und fast will mir es scheinen, es sei als in der bleiernen Zeit. Dennoch gelinget der Wunsch, rechtgläubige zweifeln an einer Stunde nicht und der Lust bleibet geweiht der Tag. Denn nicht weniger freut, was wir vom Himmel gewonnen, wenn er's weigert und doch gönnet den Kindern zuletzt. Uwe Kolbe hat mal, der ja heute bei Ihnen ist, hat mal zu seinen eigenen Gedichten gesagt, nehmt die doch mal ganz verflucht konkret. Und so sollten wir vielleicht auch hier vorgehen. Das Gedicht erwähnt nachher Stuttgart. Es erwähnt die konkrete Situation, die Sie sich jetzt bitte für einen Moment vorstellen, wenn Sie einmal nach Stuttgart hineingefahren sind und gerade heute, wo Stuttgart im Zentrum der Luftverschmutzungsdiskussion steht, dann werden Sie diese Kessellage erfahren haben. Und wenn Sie dann vielleicht jetzt im Hinblick auf Hölderlin das Glück hatten, ansonsten das Unglück, dass man wirklich einen bedeckten und drückenden Himmel hat, dann können Sie das ganz gut nachvollziehen, dass da einer sagt, komm ins Offene, Freund. Zwar glänzt ein weniges heute nur herunter und eng schließe der Himmel uns ein. Denn in der Tat können die Wolken, das schmutzige Grau über der Stadt liegen, wie eine bleierne Atmosphäre.
Und jetzt haben Sie als den dritten Vers eine seltsame Konstruktion und viele rätseln dann bei solchen Versen herum und sagen, der ist aber unglaublich komplex und schwierig. Ich sage ganz einfach, wir sollten stärker vom Mündlichen her denken. Und wie oft geht es uns, wenn Sie an sich selber denken, und mir passiert es ständig, dass ich mich unterbreche, dass ich abschweife, dass mir das Verb auf der Strecke bleibt und eine Ellipse stehen bleibt und so weiter. Also wenn Sie an das Mündliche denken, dann ist das überhaupt nicht schwer, denn dann haben wir oft ganz schiefe Satzkonstruktionen und trotzdem ist dieser Vers ja doch leicht verständlich. Man sieht weder den Wald richtig, man sieht weder die Berge richtig, noch die Berge richtig und der Himmel lässt sich noch kaum blicken. Ja, und dann kommt die nächste rote Markierung, fast will mir es scheinen, es sei als in der bleiernen Zeit. Ich habe mich bei Hölderlin oft gefragt, wer soll es denn sonst wissen, wenn nicht das lyrische Subjekt oder sagen wir vielleicht auch der Autor, wie das dann nun ist. Er hat doch die Lizenz, das richtig festzulegen, wie das zu verstehen ist. Und er sagt, fast will mir es scheinen. Für uns heißt das, stell dir es vor, wie scheint es dir denn, wie könntest du dir das denn denken? Es sei in der bleiernen Zeit, es ist nicht so. Und jetzt sehen wir, wir haben einerseits eine ganz konkrete, vorstellbare Situation, die man sich denken soll. Und der Leser ist von vornherein angesprochen, sich die Situation selber vorzustellen. Und wir haben andererseits eine merkwürdige, symbolische Dimension, die sich jetzt hier andeutet. Und damit habe ich schon einen Charakterzug der Lyrik Hölderlins, auf die ich mich jetzt beschränken werde, dass sie ganz konkret sein kann, von den konkretesten Situationen ausgeht und dann plötzlich durch kleine Verfahren andeutet, du darfst mich aber auch symbolisch verstehen, du musst aber nicht. Dennoch gelinge der Wunsch, rechtgläubige zweifeln. Ist da nicht ein bisschen hochgegriffen, rechtgläubig und zweifeln für eine meteorologische Situation, für eine Wettersituation in Stuttgart? Rechtgläubige zweifeln an einer Stunde nicht. Und dann das nächste Prädikat, geweiht der Tag. Und wir sehen, jetzt kommt eine religiöse Dimension ins Spiel. Und vielleicht kann man das jetzt auch schon auf die Eingangsverse beziehen. Es glänzt ein weniges und der Himmel schließt uns eng ein. Darüber wäre nun viel zu sagen. Der Himmel schließt uns eng ein. Welcher Himmel ist das, der uns eng einschließt? Der unaufgeklärte Himmel oder der aufgeklärte wäre der vielleicht der, der uns dann nicht mehr eng einschließt, der uns Luft lässt und frei macht? Und schließlich am Schluss noch einmal der Himmel und dieser eigenartige Vers, wenn er es weigert und gönnet und doch gönnet den Kindern zuletzt. Auch wieder so eine seltsame Konstruktion, die nicht wirklich schwierig ist und die aber in diese symbolische Deutung, die ich jetzt nur angedeutet habe und nicht richtig durchführen möchte, gut hineinpasst. Der Himmel weigert's. Er muss anders gedacht werden und er muss sich anders zeigen. Dann gönnt er uns vielleicht etwas und wir, die Kinder dieses Himmels, wir verstehen vielleicht dann die Situation und auch diesen Himmel besser. Ja, bitte die nächste Folie. Nur das solcher Reden und auch der Schritt und der Mühe wert der Gewinn und ganz wahr, dass er Göttliche sei. Darum hoffe ich sogar, es werde, wenn das Gewünschte wir beginnen und erst unsere Zunge gelöst und gefunden das Wort und aufgegangen das Herz ist und von trunkener Stirn höher besinnen entspringt, mit der unseren zugleich des Himmels Blüte beginnen und dem offenen Blick offen der leuchtende Sein. Jetzt haben wir Bestätigungen einer möglichen Deutung, die ich nur so ganz leicht angedeutet habe, brauche ich jetzt gar nicht weiter zu entwickeln. Worauf ich noch hinweisen möchte, ist dieses mächtige und in den ersten beiden Versen und auch der Schritt und der Mühe, wert der Gewinn und ganz wahr, dass er Göttliche sei. Das macht Hölderlin gern, aber wieder zurück zum Mündlichen, so reden wir doch auch im Mündlichen. Und ich habe eine Menge da über das, was Lyrik ist, gelernt, indem ich unseren Kindern zugehört habe. Das machen vor allem Kinder gern, wenn sie erzählen. Mit einem gewissen Druck, mit einem gewissen Rededruck bauen sie dieses Mund ein und reihen die Satzglieder aneinander. Ja, die nächste Folie bitte.
der nicht Mächtiges ist, zum Leben aber gehört, was wir wollen und scheint schicklich und freudig zugleich. Aber kommen doch auch der segenbringenden Schwalben immer einige noch, ehe der Sommer ins Land, nämlich droben zuweilen bei guter Rede den Boden, wo den Gästen das Haus baut, der Verständige Wirt, dass sie kosten und schauen, der Schönste, die Fülle des Landes, das, wie das Herz es wünscht, offen dem Geiste gemäß, Mahl und Tanz und Gesang und Stuttgarts Freude gekrönt sei. Deshalb wollen wir heute wünschend den Hügel hinauf. Jetzt hat das Gedicht eingeholt, was ich vorhin schon angedeutet habe. Da findet auf der Höhe etwas statt. Wieder kommen wir ganz ins Konkrete zurück. Und dazu wird eingeladen, diese Wir-Gruppe soll da hinaufziehen, der Sprecher und die Zuhörer oder die Leser oder vielleicht auch die wandernde Gruppe, die sich aus dem Stuttgarter Talkessel entfernt. Ein zweites vielleicht noch, wieder haben wir eben nichts Mächtiges ist es, zum Leben aber gehört es, die Gestaltung dieses Himmels, von der ich gerade geredet habe, diese Gestaltung, die wäre es eigentlich, das ist auch gar nichts Großartiges, sondern das, was sich aus dem Leben heraus selber von selbst fast versteht. Und das ist auch das Passende und Angemessene. Und wenn wir das Passende und Angemessene tun und sich das Passende und Angemessene vollzieht, dann können wir auch freudig sein. Nun baut Alltagswissen das Gedicht ein, die segenbringenden Schwalben. Alexander Honnold, der Basler Germanist, hat schön gezeigt, wie sehr Hölderlin auf das Alltagswissen und wirklich auf Lebensweltliches rekurriert. Man kann den Flug der Schwalben deuten. Die kommen, bevor der Sommer da ist, und zugleich kommt wieder eine Dimension ins Spiel. Wir sind nicht gezwungen, es geschieht ganz frei. Wir können das symbolisch deuten. Wir werden selber zu Vogelschauern, die segenbringenden Schwalben. Wenn das alles gelingen soll, bevor der Sommer da ist, dann bei guter Rede, wenn der Gast vom Wirt das Haus gebaut bekommt. Freundlichkeit, Gastfreundlichkeit, Zugewandtheit, das ist das Schönste. Das ist die Fülle des Landes und dort gibt es dann auch zu essen und zu trinken. Und das ist die Krönung der Freude Stuttgarts, dass da auch das Prädikat gekrönt, das Partizip gekrönt steht. Auch das darf man mit Nebenbedeutungen verstehen. Ich komme nachher auf den revolutionären Hölderlin noch kurz zu sprechen. Bitte die nächste Folie. Mög ein besseres noch das menschenfreundliche Mailicht drüber sprechen von selbst, bildsamen Gästen erklärt, oder wie sonst, wenn es anderen gefällt, denn alt ist die Sitte und es schauen so oft lächelnd die Götter auf uns. Möge der Zimmermann vom Gipfel des Daches den Spruch tun, wir, so gut es gelang, haben das Unsere getan. Aber schön ist der Ort, wenn in Feiertagen des Frühlings aufgegangen das Tal, wenn mit dem Neckar herab Weiden grünend und Wald und all die grünenden Bäume zahllos, blühend weiß, wallen in wiegender Luft. Aber mit Wölkchen bedeckt an Bergen herunter der Weinstock dämmert und wächst und erwarmt unter dem sonnigen Duft. Da wird also ein Richtfest gefeiert. Und der Zimmermann vollzieht das Ritual des Richtspruches. Und hier haben wir zweimal aber und dieses Oder, das mir auch so gefällt, das eine ähnliche Funktion hat und wieder uns sagt, stell dir es vor, es kann auch so sein, du kannst es dir auch so denken. Es ist nicht dogmatisch. Du, Leser, Hörer, bist frei, dir das vorzustellen. Und dann lächeln sogar die Götter. Jetzt ist der Plural da mit dem offenen Himmel. Und schließlich, wer möchte das von seinem Leben nicht sagen? Wir, so gut es gelang, haben das Unsere getan. Wieder weitet sich die Perspektive ins Symbolische und kehrt dann zum Neckar zurück. Wer je da an den Neckar hängen spazieren gegangen ist im Frühjahr, dem muss man zu diesem letzten Teil der Elegie gar nichts mehr sagen. Ich habe ein bisschen markiert, welche formalen Möglichkeiten Hölderlin hier nutzt, die Alliteration und Assonanzen, diese wunderbaren Rhythmen, die entstehen und dieser Schlussvers, mit dem das Gedicht selbst in diesem Polysyndeton dämmert und wächst und erwärmt unter dem sonnigen Duft, so zur Ruhe kommt, dass man glaubt,
das Gedicht müsse tatsächlich zu Ende sein und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es da nochmal weitergehen soll. Trotzdem gibt es noch ein paar Verse, die jetzt hier aber weggefallen sind. Und das ist vielleicht auch charakteristisch. Selbst wenn man glaubt, jetzt hat das Gedicht den großen Bogen geschlagen, kann es sein, dass es wieder neu ansetzt und Hölderlin setzt dann auch wieder neu an. Aber wir wissen dann nicht, wie es zu Ende geführt worden wäre. Und deswegen breche ich jetzt mit dem kleinen Einstieg in dieses Gedicht auch hier schon ab. So, und jetzt komme ich zu einigen wenigen Anregungen und Hinweisen, die allgemeinerer Art sind. Das Grundproblem, mit dem sich Hölderlin auseinandersetzt, heißt höhere Aufklärung. Also wie kann die Aufklärung über sich selbst aufgeklärt werden, sodass an ihr festgehalten werden kann, sie aber nicht dogmatisch erstarrt. Und diesen Gedanken dürfen Sie wieder zurückübertragen auf meine erste Folie zum Gang aufs Land und zu dem, was ich da zum Aufklären und zur Aufklärung des Himmels gesagt habe. Der Himmel muss aufgeklärt werden, der darf auch nicht dogmatisch erstarren. Und dann Revolution oder, wie Hölderlin sagt, in deutschen gemäßer Bildung, stille Entwicklung aus diesem Geist der höheren Aufklärung heraus. Die Stifter haben 1789 intensiv verfolgt und sie waren entsetzt über den Terror, in den diese großartige Bewegung gemündet ist. Und sie haben für sich gesagt, es braucht eine Revolution der Gesinnung und der Vorstellungsarten. Und so wird das politische denkerisch, philosophisch, aber das philosophische auch politisch. Kant, habe ich erwähnt, seine eisernen Begriffe von größter Bedeutung, denn mit ihm wird das Denken selbst gedacht und das ist für Hölderlin grundlegend und für die Philosophie um 1800. Die Verbindung von Religion und Theologie, Hölderlins Glaubensbekenntnis kann nicht mehr das der Theologen von Profession sein. Die theologische Herausforderung, die sich für ihn stellt, ist, über die aufgeklärte Theologie hinauszukommen, die selbst wieder ein destruktives Potenzial entwickelt hat und die wieder verlebendigt werden muss. Und sie wird verlebendigt, nun auch literarisch in der Zuwendung zum Leben bei Hölderlin. Die große Bedeutung der Antike als Sehnsuchtszeit und republikanisches Modell und damit zusammenhängend die Grundspannung zwischen Antike und Moderne, die geschichtsphilosophische Deutbarkeit seines literarischen Werkes und der unglaubliche Anspruch, der in diesem Werk steckt. Schließlich der Gedanke vom eigenen und vom Fremden. Ich habe es nun auch lebensgeschichtlich angedeutet. Dieser Geist muss immer hinaus und muss immer wieder zurück. Und dann kann das Größte, was ein Mensch von sich sagen kann, geleistet werden, der freie Gebrauch des eigenen. Das ist das Schwerste, sagt Hölderlin selbst. Die Bewusstseinsphilosophie der Romantik, Selbstbewusstseinsphilosophie und die grundsätzliche Selbstreflexion, das grundsätzliche auf sich selbst bezogen sein des Denkens und den Vorgang des Denkens und auch den Vorgang des Schreibens immer reflektieren. Das habe ich im Kontext der Frühromantik schon angedeutet. Die nächste Folie, bitte. Ja, und jetzt eine ganz große Ermutigung. Ich weiß, Adorno hat uns das madig gemacht, eine große Ermutigung zur verpönten Stellenlektüre. Ich plädiere immer dafür. Ich habe selber als Hölderlin-Leser mit 15, 16 Jahren so angefangen. Ich bin einfach hängen geblieben an solchen Stellen, die mich angezogen haben. Indessen dünket mir öfters, besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein, so zu harren und was zu tun, indessen zu sagen, weiß ich nicht. Und wozu Dichter in dürftiger Zeit? Solche Verse ziehen mich bis heute an, haben mich angezogen. Und dann hat man einen Deutungsansatz und dann kann man sehen, ob das Kreise zieht, aber man spürt, da geht es um was. Oder, aber was ist dies? Ein Zeichen sind wir deutungslos in Mnemosyne, eine ganz berühmte Stelle. Oder, mich hat dieser Vers regelrecht angefallen in dem hymnischen späten Fragment der Adler. Wo wollen wir bleiben? Also starke Ermutigung zur Stellenlektüre und von dort aus in den Text hineingehen und nicht immer den Anspruch haben, ich muss das Gedicht gleich ganz haben. Nehmen Sie das Gedicht wie ein Individuum. Niemand hat ein Individuum ganz, dann zerstört man jede soziale Beziehung.
Und niemand hat einen Text und ein Gedicht ganz, dann zerstört man die ästhetische Erfahrung. Das lyrische Subjekt hat eine ganz starke Position. Es bringt sich immer wieder ins Spiel und gleichzeitig doch immer relativierend und wägend, abwägend und den Leser, Hörer einladend. Stell dir es vor, vielleicht denkst du dir das anders. Aber, so sagen Kinder ja oft, wenn man ihnen zuhört. Aber, sie meinen das gar nicht adversativ, sondern wollen Dynamik und Rhythmus in die Rede bringen. Und wie Sie auch an dem Gedicht gesehen haben, es sind immer auch Ansprachen, es sind immer auch Hinsprachen, es ist viel Pathos in den Gedichten und viel Rhetorik. Und manchmal fragt man sich bei Hölderlin durchaus auch, wie man noch weiterreden kann, wenn einer so großformatig anfängt, nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Also das wird schwierig. Das ist ein Auftakt, da macht einer sich eine Vorgabe, an der er dann zu knapsen hat. Also die Ansprache, die Hinsprache, das Mündliche, das Lebensweltliche, das Subjekt darf nicht in der Innerlichkeit seiner Subjektivität verharren. Und die Poetik der Mündlichkeit spiegelt das sehr. Ich komme ja, wie Sie unschwer gehört haben, selber von da unten und lese, ich kann gar nicht anders, die Hölderlin-Gedichte immer auch mit diesen weichen Verschlusslauten, die mir vom Dialekt her gegeben sind. Poetik der Mündlichkeit und Poetik des Dialogischen und Poetik des Vollzuges und Prozesses, der immer weiter wird. Das Äußerste muss gesagt werden, was ist Geschichte, wer sind wir in ihr, was ist das Göttliche, wer bin ich und wer bist du? Und schließlich, wir sind nicht einig, sind nicht wie die Zugvögel verständigt, so sagt Rilke in den Duneser Elegien, die unheimlich viel Hölderlin verdanken. Und wir können dieser Spur durchaus auch nachgehen, der existenziellen, der ontologischen, aber auch der sozialen und ökonomischen und religiösen Spur der Entfremdung, die mit Rousseaus erste Mal wirklich gedacht und in Begriffe gebracht wird und die Hölderlin und seine Zeitgenossen wahrnehmen. Was alles Entfremdung heißen kann, keineswegs nur ökonomisches, sondern existenzielles, ontologisches und so weiter auch. Die nächste Folie bitte. So, äußerste Sprachanstrengung bis an die Grenzen der Sprache. Davon werden Sie jetzt gleich Beispiele bekommen, wenn Uwe Kolbe und Norbert Hummelt mit Ihnen sprechen. An die Grenzen der Sprache bis ins Verstummen. Äußerste Deutungsanstrengung auch für uns. Hoffmannsthal, ich finde dieses Jugenddrama genial, sagt, wie wundervoll sind diese Wesen, die, was nicht deutbar, dennoch deuten. Das wird auch bei Hölderlin die spezifische Aufgabe der Dichtkunst und ist uns doch zutiefst angemessen. Hoffmannsthal sagt das, lässt das den Tod sagen am Schluss von Der Tor und der Tod. Ein geniales Drama. Ja, den Schwäbischen Dichterkreis, Klopstock, das Hymnische, die Reimstrophen, das Kirchenlied sei wenigstens erwähnt. Man könnte jetzt noch sehr viel mehr zum Formalen sagen, aber da sind die Dichter geeigneter als ich es bin und die werden Ihnen gleich genug sagen. Wir haben um 1796 einen Wendepunkt. Jetzt redet er in Elegien, von denen Sie ein Beispiel bekommen haben, oder in der strengen Odenform, die er ins Deutsche bringt, meisterhaft wie kein anderer. Im 18. Jahrhundert, inspiriert natürlich auch von Klopstock. Und wir haben dann die Pindar-Lektüre, die für Hölderlin ganz wichtig war. Zu Pindar äußert er sich, er versucht ihn zu übersetzen. Freirhythmische Hymnen, einen ganz hohen pathetischen Ton, einen ganz großen Schwung. Und beides hat er, er scheint beides zu brauchen. Das Subjekt braucht offensichtlich feste und die strenge Form und es braucht das ganz ins Weite und ins Offene Gehende, denn reißt der Himmel wirklich auf. Beides müssen wir parallel sehen, beides gehört zusammen. Es scheint so, als brauchte das Subjekt die Rettung der Form. Und schließlich dann in der Turmzeit dichtet Hölderlin weiter. Und jetzt entstehen karge, formstrenge, hochritualisierte Gedichte, die auch heute noch etwas Anrührendes haben, wenn man sie nicht nur an dem misst, was in diesen hymnischen Texten, hymnischen Fragmenten der Zeit von 1802 bis etwa 1806 geschrieben wird, sondern wenn man vielleicht sie versteht auch als eine Selbstberuhigung, eine Selbsttröstung, eine Haltgewinnung an der kargen, hochritualisierten Form. Damit bin ich am Ende mit meinen Folien
und wir können die PowerPoint beenden. Jetzt habe ich ein ganz klein wenig die mir erlaubte und eingeräumte Zeit überschritten. Joachim Hake wird es mir verzeihen und meine beiden Kollegen sollen jetzt das Wort haben. Deswegen kommen keine langen Schlussworte. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich nicht bei Ihnen sein kann und hoffe und wünsche, dass Sie jetzt weiter einen guten Abend haben. Und den einen, die andere von Ihnen werde ich ganz sicher irgendwann in der Katholischen Akademie in Berlin wiedersehen, wenn wir vielleicht mal eine Art Lyrikwerkstatt machen, wo wir nur langsam, so wie ich es vorschlage, über ein Gedicht reden und uns dafür einen ganzen Abend Zeit nehmen. Alles Gute, machen Sie es gut und jetzt noch einen schönen und interessanten Abend mit den beiden Dichtern.